Bevor wir mit dem heutigen Thema starten, möchte ich euch um eure Unterstützung bitten. Wir investieren viel Zeit und Mühe in die Erstellung dieser Videos, um euch qualitativ hochwertige Inhalte bieten zu können. Von der intensiven Recherche bis hin zur aufwendigen Produktion dauert es oft Tage, bis ein Video wie dieses fertiggestellt ist. Eure Unterstützung ist uns dabei sehr wichtig. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, das Video liked und eure Gedanken in den Kommentaren teilt. Vielen Dank für eure Unterstützung und nun viel Spaß mit dem Video. Hier sind einige der Top 10 Lebensmittel, die in einigen Ländern verboten sind und warum sie dennoch in einigen Ländern verkauft werden. Die Nummer 1 ist Zuchtlachs, aber auch generell Zuchtfische. Insbesondere bei Zuchtlachs sind die Gehalte an Dioxinen und PCBs deutlich höher. PCBs stehen für polychlorierte Biphenyle und sie können im Zuchtlachs bis zu 10-mal höher sein, da sie in der Nähe der Küste aufwachsen, wo es deutlich mehr Verschmutzung gibt als in den offenen Gewässern des Ozeans. PCBs, polychlorierte Biphenyle, waren giftige Chemikalien, die in Branchen wie Elektroindustrie, Bauwesen, Farbenherstellung und Kühlmittelflüssigkeiten eingesetzt wurden. Sie können sich in der Umwelt ansammeln und haben schädliche Auswirkungen auf Mensch und Tier. PCBs können das Hormon-, Immun- und Fortpflanzungssystem beeinträchtigen. Sie gelten als krebserregend und können die Entwicklung von Kindern beeinträchtigen. Bei Tieren führen sie zu Fortpflanzungsstörungen und Verhaltensänderungen. Obwohl der Einsatz von PCBs eingeschränkt wurde, können sie noch immer in der Umwelt vorhanden sein und ein Risiko darstellen. Die Fütterung von Zuchtfischen ist begrenzt und nicht optimal. Aufgrund ihrer geringen Bewegung haben sie ein niedrigeres Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren, wodurch die Fettsäuren nicht so vorteilhaft sind wie bei wilden Fischen. In freier Wildbahn ernähren sich Fische von Plankton und nehmen dabei Astaxanthin auf, einen natürlichen Farbstoff, der ihnen ihre rötliche Färbung verleiht. In der Zuchtversion hingegen erscheinen sie grau und blass. Um die Farbe zu verbessern, wird synthetisches Astaxanthin aus Erdöl oder Kohleprodukten hergestellt und den Zuchtfischen als künstlicher Farbstoff zugeführt. Das ist einer der Gründe, warum es in vielen Ländern verboten ist. Die Fischzucht ist auch für die Umwelt sehr schädlich. Diese Fische bewegen sich kaum und sind in engen Räumen zusammengepfercht, was sie anfälliger für Infektionen, Krankheitserreger und Parasiten macht. Aufgrund der Fischzucht gibt es eine neue Epidemie im Meeresleben. Des Weiteren müssen ihnen in der Fischzucht mehr Fische zugeführt werden, die in Küstennähe gefangen werden. Dadurch steigt das Risiko der Überfischung im Vergleich zu wildlebenden Lachsen, die sich frei ernähren können. Neben der Fütterung mit minderwertigem Futter aufgrund der Parasiten müssen den Zuchtlachsen auch Antibiotika und Chemikalien verabreicht werden. Aufgrund all dieser Gründe ist die Zucht von Lachsen in Australien und Neuseeland verboten. Kürzlich hat auch Argentinien als erstes Land ein umfassendes Verbot nicht nur des Verzehrs, sondern auch der gesamten Lachszucht eingeführt. Auf Platz 2 der Liste der Lebensmittel, die verboten werden sollten, stehen alle Arten von gentechnisch veränderten Organismen, GMO. Diese Lebensmittel werden mit einem erhöhten Risiko für Allergien, Krebs und Verdauungsbeschwerden in Verbindung gebracht. GMO-Pflanzen werden gezielt so gezüchtet, dass sie resistenter gegenüber Schädlingen sind und daher höhere Mengen an Pestiziden und Herbiziden tolerieren können. Dies birgt auch die Gefahr der Entstehung von multiresistenten Bakterien, ähnlich wie wir durch den übermäßigen Einsatz von Antibiotika bereits multiresistente Bakterien entwickelt haben. Ein weiterer Grund für ein Verbot von GMO-Lebensmitteln ist, dass wir langfristig nicht genau wissen, welche Auswirkungen sie auf unsere Gesundheit haben werden. Es gibt geteilte Meinungen und unterschiedliche Forschungsergebnisse zu GMO-Lebensmitteln. Einige Studien legen nahe, dass es ernsthafte Probleme gibt, während andere behaupten, dass sie sicher sind. Die Meinungen sind etwa zu gleichen Teilen verteilt. Es ist bekannt, dass die Finanzierung von Forschungsstudien Einfluss auf deren Veröffentlichung haben kann. Positive Ergebnisse werden eher veröffentlicht, während weniger positive Ergebnisse möglicherweise weniger Beachtung finden. Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Nahrungsmittelproduktion eines der grundlegendsten Rechte aller Lebewesen auf dem Planeten ist.
Doch mit GMO konzentrieren sich alle Patente, Urheberrechte und Eigentumsrechte letztendlich nur bei 6 Unternehmen, die praktisch alle Samen für diese GMO-Pflanzen besitzen. Aufgrund der vorhandenen Bedenken und Unsicherheiten haben 19 der 27 Länder in der Europäischen Union den Anbau von gentechnisch veränderten Organismen größtenteils oder vollständig verboten. Obwohl abschließende Beweise fehlen, wird das Risiko-Nutzen-Verhältnis als ungünstig betrachtet. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten entscheiden sich diese Länder dafür, kein Risiko einzugehen und auf der sicheren Seite zu bleiben, anstatt diese Technologie auszuprobieren. In Deutschland ist der Anbau von GMO nicht vollständig verboten, was aus Sicht der Gegner bedenklich ist. Obwohl es einige Regulierungen und Auflagen gibt, um potenzielle Risiken einzudämmen, bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich der Umweltauswirkungen und der Gesundheitsrisiken. Kritiker argumentieren, dass GMO unvorhersehbare Langzeitfolgen haben könnten und dass strengere Maßnahmen ergriffen werden sollten, um die Verbreitung und den Einsatz dieser genetisch modifizierten Organismen einzuschränken. Platz 3 auf der Liste der Lebensmittel, die verboten werden sollten, ist jegliches Fleisch von Tieren, die mit Ractopamin gefüttert werden. Ractopamin ist eine chemische Substanz, die das Wachstum von magerer Muskelmasse fördert, um die Tiere schneller wachsen zu lassen, weniger Futter zu benötigen und somit höhere Gewinne zu erzielen. Allerdings ist der Einsatz von Ractopamin in der Tierhaltung in 160 Ländern, einschließlich Deutschland, verboten. Aufgrund dieses Verbots ist das Fleisch, insbesondere Schweinefleisch, das mit Ractopamin kontaminiert sein kann, in vielen Teilen der Welt unerwünscht. Auf Platz 4 der Liste stehen Lebensmittel oder Lebensmittelzusätze, die Brom- oder bromhaltige Derivate enthalten. Dies ist ein ernstes Problem, da wir eine Epidemie von Schilddrüsenerkrankungen haben und Jod spezifisch für die Funktion der Schilddrüse ist. Brom bzw. Bromid konkurriert mit Jod um die Rezeptorstellen in der Schilddrüse und stört dadurch ihre normale Funktion. Dies führt zu einer Vergiftung der Schilddrüse und ist einer der Hauptgründe für das Ansteigen von Schilddrüsenerkrankungen wie Hypothyreose, Schilddrüsenkrebs und Autoimmunerkrankungen. Der Verzehr von bromierten Lebensmitteln oder Lebensmittelzusätzen trägt daher zu dieser besorgniserregenden Entwicklung bei. Es ist wichtig, die Verwendung solcher Substanzen einzuschränken oder zu verbieten, um die Gesundheit der Menschen zu schützen. In Deutschland gibt es bestimmte Lebensmittel, in denen Bromate akzeptiert sind, solange sie die gesetzlichen Grenzwerte einhalten. Dazu gehören einige Backwaren wie Brot und Brötchen, bei denen Bromate als Mehlbehandlungsmittel eingesetzt werden können. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass die Verwendung von Bromaten strengen Vorschriften und Kontrollen unterliegt, um sicherzustellen, dass die gesetzlichen Grenzwerte nicht überschritten werden. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich der potenziellen gesundheitlichen Auswirkungen von Bromaten, insbesondere im Zusammenhang mit der Schilddrüse. Daher gibt es auch in Deutschland Stimmen, die eine strengere Regulierung oder ein vollständiges Verbot von Bromaten in Lebensmitteln fordern. Brom wird nicht nur als Treibmittel und Teigkonditionierer in Backmehl verwendet, sondern auch in einer chemischen Verbindung namens bromiertes Pflanzenöl oder BVO. Dieses BVO wird mit Pflanzenöl kombiniert, um die Aromen in synthetischen Getränken zu erhalten. Obwohl es in Europa und Japan seit langem verboten ist, dauerte es bei Pepsi-Cola, dem Hersteller von Gatorade, bis zum Jahr 2014, bis sie sich dazu verpflichteten, es zu eliminieren. Doch selbst nach dieser Vereinbarung vergingen weitere 6 Jahre, bis sie es tatsächlich durch eine andere Substanz ersetzten. Heute findet man auf den Etiketten den Begriff Sucroseacetatisobutyrat. Die Quintessenz dieser Geschichte ist, dass wir wohl lieber jegliche Lebensmittel und Getränke meiden sollten, bei denen solche Chemikalien überhaupt nötig sind. Eine vollständige Vermeidung wäre die beste Wahl. Nummer 5 betrifft Lebensmittelzusatzstoffe. Es gibt über 3000 verschiedene Formen von künstlichen Aromen, künstlichen Süßstoffen und künstlichen Farbstoffen. In vielen Ländern wächst das Bewusstsein und die Beschränkungen in Bezug auf diese Zusatzstoffe, insbesondere bei den Farbstoffen. Denn es besteht eine deutliche Verbindung zwischen künstlichen Farbstoffen und Allergien, Hyperaktivität sowie Verhaltensänderungen.
Dies hat zu einer zunehmenden Besorgnis geführt und zur verstärkten Forderung nach strengeren Regulierungen. Aufgrund dieser Bedenken wurden sie in einigen Ländern verboten oder tragen in den meisten Ländern der Europäischen Union Warnhinweise, die auf einen Zusammenhang mit Verhaltensänderungen hinweisen. Dies betrifft hauptsächlich die Lebensmittelfarbstoffe. Es gibt noch keine Verbote für Geschmacksstoffe und Süßungsmittel, aber es gibt eine intensive Debatte und eine verstärkte Überprüfung. Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir klug genug sind, damit aufzuhören, solche Stoffe in Lebensmitteln zu verwenden. Nummer 6 auf der Liste ist Azodicarbonamid, auch bekannt als ADA. In der Lebensmittelindustrie wird es als Teigkonditionierer und Bleichmittel eingesetzt. Allerdings hat es in letzter Zeit negative Schlagzeilen gemacht und erlangte den zweifelhaften Ruf als Yogamattenverbindung. Viele Menschen waren besorgt und fragten sich, warum diese Substanz, die eigentlich als Treibmittel für Yogamatten verwendet wird, in ihrer Nahrung zu finden ist. Besonders beunruhigend war die Tatsache, dass ADA in etwa 500 verschiedenen Lebensmitteln entdeckt wurde, hauptsächlich in Backwaren. Diese Erkenntnis hat bei vielen ein Unbehagen ausgelöst und die Forderung nach strengeren Vorschriften und Transparenz in der Lebensmittelindustrie verstärkt. Dieser schädliche chemische Stoff wurde in Europa bereits vor einiger Zeit verboten. Nicht nur in Lebensmitteln, sondern auch in Schaumstoff-Lebensmittelbehältern. In den Vereinigten Staaten ist es jedoch noch legal. Interessanterweise haben Subway und Wendy's aufgrund des öffentlichen Drucks und der Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, wo es mit einer Yogamattenverbindung in Verbindung gebracht wurde, freiwillig auf die Verwendung dieses chemischen Stoffs verzichtet. Warum? Aufgrund des öffentlichen Drucks. Die Hersteller und kommerziellen Unternehmen werden, selbst wenn es kein Verbot gibt, auf uns hören, wenn genügend Druck ausgeübt wird und es für sie peinlich wird oder sie Geld verlieren könnten. Subway und Wendy's, die Meister halbherziger Veränderungen. Schaut sie euch an, wie sie sich nun plötzlich als edle Ritter darstellen, die endlich diesen giftigen Chemikalien aus ihrer Nahrung entfernen. Aber vergessen wir nicht, dass sie jahrelang freiwillig damit gearbeitet haben und ihre Kunden potenziellen Gefahren ausgesetzt haben. Es ist nichts weiter als eine PR-Show, ein schwacher Versuch, ihr Ansehen zu retten und die Massen zu besänftigen. Schon von Anfang an hätten sie proaktiv die Sicherheit ihrer Produkte gewährleisten sollen, anstatt erst zu handeln, wenn der öffentliche Druck zu groß wird. Diese und alle anderen Unternehmen sollten Verantwortung übernehmen und echte Veränderungen vornehmen, anstatt nur kosmetische Anpassungen vorzunehmen, um ihr Image aufzupolieren. Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Verbraucher sollten immer an erster Stelle stehen, aber leider scheint für sie der Profit wichtiger zu sein. Es ist eine traurige Realität unserer heutigen Nahrungsmittelindustrie. Nummer 7 auf der Liste der zu verbietenden Lebensmittel ist Olestra, auch bekannt als Olein in einigen Markenprodukten. Olestra wurde in der Vergangenheit in vielen fettfreien Snacks verwendet und erlangte zunächst große Beliebtheit. Es wurde als eine Art Fettersatz entwickelt, um den Kaloriengehalt von Lebensmitteln zu reduzieren. Die Probleme mit Olestra begannen jedoch schnell, als zahlreiche Berichte über unerwünschte Nebenwirkungen auftraten. Viele Menschen, die Produkte mit Olestra konsumierten, litten unter schweren Magen-Darm-Problemen wie Durchfall und Blähungen. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Olestra den Appetit steigern kann, anstatt ihn zu reduzieren. Dies führte zu Bedenken hinsichtlich des Nutzens und der Sicherheit dieses Lebensmittelzusatzstoffes. Infolge dieser negativen Auswirkungen und der wachsenden Besorgnis der Verbraucher wurde Olestra in vielen Ländern verboten, darunter Europa und Kanada. Diese Verbote wurden aufgrund des Vorsorgeprinzips und der Sorge um die Gesundheit der Verbraucher erlassen. Es ist wichtig anzumerken, dass Olestra trotz seines Verbots in einigen Ländern immer noch legal ist. Dennoch haben viele Lebensmittelhersteller aufgrund der öffentlichen Bedenken und des Drucks von Verbrauchern begonnen, auf Olestra zu verzichten und nach natürlichen Alternativen zu suchen. Die Entscheidung, Olestra zu verbieten, zeigt, dass die Gesundheit und das Wohlbefinden der Verbraucher an erster Stelle stehen sollten. Es liegt in der Verantwortung der Lebensmittelhersteller und der Regierungen, die Sicherheit und Qualität der Lebensmittel zu gewährleisten und potenziell schädliche Substanzen aus der Nahrungsmittelversorgung zu entfernen.
Nummer 8 auf der Liste der zu verbietenden Lebensmittel ist bovines Wachstumshormon, auch bekannt als RBGH oder RBST, rekombinantes bovines Wachstumshormon und somatotropes Hormon. Dieses Hormon wird bei Kühen eingesetzt, um ihre Milchproduktion zu steigern. Die Kontroverse um diese Hormone liegt darin, dass einige Bedenken hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier bestehen. Es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass die Verwendung von bovinen Wachstumshormonen mit gesundheitlichen Risiken verbunden sein kann. Einige Bedenken beziehen sich auf die Möglichkeit, dass diese Hormone im menschlichen Körper zu hormonellen Ungleichgewichten führen können. Darüber hinaus gibt es auch Sorgen um das Wohlergehen der Kühe, da die Anwendung von Wachstumshormonen mit bestimmten Nebenwirkungen verbunden sein kann. In einigen Ländern wurden bereits Maßnahmen ergriffen, um den Einsatz von bovinen Wachstumshormonen zu beschränken oder zu verbieten. Diese Entscheidungen beruhen auf dem Vorsorgeprinzip und dem Bestreben, die Gesundheit der Verbraucher und das Tierwohl zu schützen. Obwohl bisher keine eindeutigen Nachweise für Auswirkungen auf den Menschen gefunden wurden, gibt es zahlreiche Probleme bei den Kühen, die mit der Verwendung von bovinen Wachstumshormonen in Verbindung gebracht werden. Es wurde festgestellt, dass die Verwendung dieser Hormone zu einer deutlichen Zunahme von Mastitis führt, einer Entzündung des Euters bei Kühen. Zudem treten vermehrt Fußprobleme und reproduktive Probleme auf. Diese Erkenntnisse waren für Europa ausreichend, um das synthetische Hormon im Jahr 1990 zu verbieten. Interessanterweise ist das Hormon in den USA immer noch legal, obwohl auf vielen Milchprodukten ein freiwilliger Hinweis angebracht ist, dass die Milch von Kühen stammt, die nicht mit RBST behandelt wurden. Hier stellt sich die Frage, wenn die Verbraucher es nicht wollen und es ausreichend öffentlichen Druck gibt, dass solche Labels auf jedem Produkt angebracht werden und kein Hersteller zugibt, es zu verwenden, warum ist das Hormon dann immer noch in 20 Ländern, einschließlich der USA, zugelassen? Es stellt sich die Vermutung auf, dass möglicherweise mehr Verwendung von dem Hormon gemacht wird, als offen zugegeben wird. Die fehlende Transparenz und Offenlegung seitens der Hersteller lässt Raum für Spekulationen. Es ist beunruhigend zu sehen, dass es trotz des Widerstands und des öffentlichen Drucks weiterhin zum Verkauf zugelassen ist. Es ist wichtig, dass Verbraucher ihre Stimme erheben und ihre Bedenken gegenüber solchen Praktiken zum Ausdruck bringen. Durch den Druck der Öffentlichkeit und eine bewusste Entscheidung, keine Produkte zu kaufen, die mit solchen Hormonen behandelt wurden, kann Einfluss genommen werden, um sicherere und gesündere Nahrungsmittelstandards zu erreichen. Nummer 9 auf der Liste der zu verbietenden Lebensmittel ist Margarine. Während des Herstellungsprozesses von Margarine entstehen sogenannte Transfette aus teilweise hydriertem Öl. Dabei wird flüssiges Öl unter hohem Druck und hoher Hitze mit Wasserstoff behandelt, wodurch es verfestigt wird und sich die molekulare Struktur verändert. Das Resultat sind Transfette. Diese Transfette sollten verboten werden, da sie gesundheitliche Risiken bergen. Aufgrund der starken dokumentierten Auswirkungen auf die Gesundheit ist Margarine in vielen europäischen Ländern verboten. Produkte wie Ritz Cracker können zumindest nicht in der amerikanischen Version in diesen Ländern verkauft werden. In den USA gibt es jedoch bestimmte Kennzeichnungsvorschriften, die leider ein Schlupfloch für die Hersteller darstellen. Oftmals steht auf der Verpackung transfettfrei, aber das bedeutet lediglich, dass der Gehalt weniger als 0,5 Gramm pro Portion beträgt. Diese 0,5 Gramm werden abgerundet, sodass beispielsweise 0,49 Gramm als Null angegeben werden können. Zudem bestimmt der Hersteller, wie groß eine Portion ist, sodass er eine kleine Portion festlegen kann, die weniger als 0,5 Gramm enthält, aber dennoch 10% dieser schädlichen Substanz im Produkt vorhanden ist. Worauf du wirklich achten solltest, ist, nicht auf die Bezeichnung transfettfrei oder 0 Gramm pro Portion hereinzufallen. Lies das Kleingedruckte auf der Verpackung und wenn dort etwas von teilweise hydrierten Zutaten steht, ist das ein schlechtes Zeichen. Transfette verstecken sich oft in verarbeiteten Lebensmitteln und es ist wichtig, die Inhaltsstoffe sorgfältig zu überprüfen, um ihre Anwesenheit zu erkennen. Vermeide Produkte, die teilweise hydrierte Öle enthalten, da dies darauf hindeutet, dass sie Transfette enthalten, selbst wenn sie als transfettfrei beworben werden. Obwohl Transfette in vielen europäischen Ländern verboten sind, gibt es in Deutschland immer noch Lebensmittel,
die geringe Mengen dieser schädlichen Fette enthalten dürfen. Dies ist höchst bedenklich, da zahlreiche wissenschaftliche Studien gezeigt haben, dass Transfette mit einem erhöhten Risiko für Herzerkrankungen, Diabetes und anderen Gesundheitsproblemen verbunden sind. Es ist enttäuschend zu sehen, dass trotz des Wissens um die schädlichen Auswirkungen von Transfetten auf die Gesundheit noch immer Schlupflöcher existieren, die es den Herstellern ermöglichen, diese Fette in ihren Produkten zu verwenden. Es ist dringend erforderlich, dass die Vorschriften verschärft werden, um den Verkauf und die Verwendung von Transfetten in Lebensmitteln zu verbieten und die Verbraucher vor diesen potenziell gefährlichen Substanzen zu schützen. Die Gesundheit der Bevölkerung sollte an erster Stelle stehen und nicht den wirtschaftlichen Interessen der Lebensmittelindustrie geopfert werden. Nummer 10 auf der Liste der zu verbietenden Dinge ist BHA, butyliertes Hydroxyanisol, oder BHT, butyliertes Hydroxytolol. Diese Chemikalien werden als Konservierungsmittel und Geschmacksverstärker verwendet. In den USA werden diese Chemikalien aufgrund der Liste GRAS als allgemein als sicher angesehen, während sie in der Europäischen Union aufgrund ihrer krebserregenden Eigenschaften verboten sind. Sie sind bekannt dafür, Tumore zu fördern und die Blutgerinnung zu beeinträchtigen. Was kann man also persönlich tun? Obwohl all diese 10 Produkte heute verboten werden sollten, wissen wir, dass die Entscheidungsträger dazu neigen, sich Zeit zu lassen. Aber die Hersteller werden reagieren, sobald du aufhörst, ihre Produkte zu kaufen. Am besten kaufst du frische Lebensmittel, die unverarbeitet und möglichst naturbelassen sind. Greife zu Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Milchprodukten und Eiern. Diese Lebensmittel sind reich an Nährstoffen und haben keine zusätzlichen chemischen Zusätze. Du kannst auch auf Bioprodukte achten, um sicherzustellen, dass sie ohne den Einsatz von Pestiziden und anderen schädlichen Chemikalien angebaut wurden. Darüber hinaus lohnt es sich, lokale Bauernmärkte zu besuchen, um frische Produkte aus der Region zu unterstützen. Dort findest du oft eine Vielzahl von saisonalen Lebensmitteln, die in deiner Umgebung angebaut wurden. Wenn es um verpackte Lebensmittel geht, lies die Inhaltsstoffe sorgfältig durch und wähle Produkte mit einer kurzen Liste von natürlichen Zutaten. Vermeide Produkte, die künstliche Konservierungsstoffe, Farbstoffe und Aromen enthalten. Achte auch auf den Zuckergehalt und versuche, Produkte mit hohem Zuckergehalt zu reduzieren. Indem du bewusste Kaufentscheidungen triffst und hochwertige, unverarbeitete Lebensmittel priorisierst, trägst du nicht nur zu deiner eigenen Gesundheit bei, sondern sendest auch eine klare Botschaft an die Hersteller, dass du qualitativ hochwertige Produkte ohne schädliche Zusätze bevorzugst. Wenn du es nicht kaufst, werden sie es nicht produzieren. Wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat. Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, welche Auswirkungen bestimmte Lebensmittel auf unsere Gesundheit und die Umwelt haben können. Wir hoffen, dass dieses Video euch zum Nachdenken angeregt hat. Wir möchten uns an dieser Stelle bei euch, unseren Zuschauern, bedanken. Eure Unterstützung und euer Interesse bedeuten uns sehr viel. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch und ein Abo unseres Kanals, um über zukünftige Videos informiert zu bleiben. Hinterlasst gerne auch einen Kommentar und teilt uns mit, welche Lebensmittel ihr persönlich für bedenklich haltet und ob ihr weitere Themenwünsche habt. Eure Meinung ist uns wichtig. Denkt daran, dass es aufgrund von gesundheitsbewussten Menschen wie euch da draußen die Welt zu einem besseren Ort werden kann. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und informiert.